Einmal schlafen, bitte. Okay, wir können jetzt nicht mehr so viel machen. Wir sind komplett erschöpft. Oh, wer ist denn das? Clint. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erz gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Oh, zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier kannst du sie haben. Cool. Schmelzofen kann ich jetzt bauen. Okay. Ich habe die Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserung genutzt werden. Cool. Danke, Clint. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun gut, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Mach's gut, Clint. Wenn du weitere Erze abbaust, solltest du einen Schmelzofen bauen können. Stell einen Schmelzofen her. Kupfererz und Stein. Wir haben Post. Sie haben Post. Ich bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich. Willi. Okay, bevor wir jetzt weitermachen, ich muss mal aufs Klo. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hi. Es ist jetzt nicht nur beim Klo geblieben. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Und eine schöne Wärmflasche. Weil hier in dem Raum, in dem ich es aufnehme, in dem mein Setup steht, ist es halt wirklich sehr kalt. So, das hier. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Wo kann ich es noch mal auffüllen? So. Ein bisschen weiter laufen, ne? So. So. Jetzt werde ich noch mal ein paar Sachen abhacken. Huh, so. Damit ich wieder ein bisschen Holz kriege. Okay, kaputt gemacht. Scheibenkleister. Und so. Und dann werden wir hier wieder das hier. Huch, so. Und Kohle. Okay. Fette Sache. So, was haben wir denn hier? Ach Mist. So. Hier haben wir genügend. So. Was können wir denn bauen? Das brauchen wir noch nicht. Ein Lagerfeuer wäre cool. Ich wüsste zwar nicht wofür, aber Holz nochmal 50 haben wir nicht. Kupfer, Schmelzofen. Kupfererz 20 und 25 Stein. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da drin? So. Jetzt habe ich hier nochmal das Zeug hier abgrasen. Oh, noch ein gemischtes Saatgut. Gucken wir uns mal die Höhle hier an. Noch nix. Okay. Und hier kommt irgendwann mal das Gewächshaus hin. Okay, das können wir nicht lang. So. Okay, ich kann jetzt für mich noch ein bisschen mehr Sound haben. Und werden das hier mal ausgraben? Nee, geht nicht. Ich werde jetzt
Okay, noch einmal das hier. Und den ganzen Kram da reinmachen. Wir brauchen es erstmal nicht. So. Ja. Wir haben das ja schon mal gut. Gut freigemacht. Wir werden jetzt hier nochmal in der Gegend durchgucken, was wir hier so alles finden werden. Okay, bisher. Hier ist nichts. Auf zum Strand. Ach, zum Strand. Können wir hier den Umweg nach oben nehmen? Zur Eisenbahn. Okay. Oh. Du hast ein verlorenes Buch gefunden. Das kann man dann auch abgeben. Ach, wir gehen nochmal kurz zurück und holen. Wir gehen nochmal zurück und holen nochmal das Hühnchen. Weil das Hühnchen können wir auch nochmal in der Stadt abgeben. Wenn wir schon eh zurückgehen. Machen wir das hier. Dann verlieren wir davon keine Energie. So, das ist das Hühnchen. So. Jetzt gehen wir mal hier lang. Da ist was. Ein Lauch. Der Bus. Der Bus Richtung Calico-Wüste ist momentan nicht in Betrieb. Außer Betrieb. Okay. Das werden wir, wie es aussieht, alles nachher freischalten können. So. Löwenzahn, eine Narzisse. Cool. Jetzt werden wir das hier nochmal ausgraben. Lehm. Okay. Jetzt sind wir in der Stadt. Gucken wir uns hier oben mal um erstmal. Oh. Das sind zum Glück keine Ausdauer weg. Na? Da ist eine Frau. Oh, du bist das neue Bauernmädchen oder so. Nicht? Hayley, hallo? Das neue Bauernmädchen. Ich gebe dir gleich Bauernmädchen. So. Oh, ganz viel Saatgut. Cool. So. Ganz viel eins. Pelikan Town. Es ist verschlossen. Okay. Jetzt gehen wir mal hier lang. Können wir nicht. Wir gehen mal durch die Stadt, ja. Hier unten lang. Wir gehen mal das hier ab, dann haben wir hier nochmal eins frei. Hier ist nichts. So. Wir geben das hier ab. Oh, jemand Fremdes. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst in Ordnung aus. Und dann gekidnappt. Penny. Hallo, ich bin Penny. Yes. Hi. Okay. Ach, da war eine Blume. Oh. Gunther. Entsetzlich. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Ist es dann überhaupt eine Kollektion, wenn kein Stück drin ist? Huch, was meinst du? Du hast etwas gefunden, lass mich sehen. Bemerkenswert, es ist sehr alt. Ich würde gerne es gerne unter die Lupe nehmen. Genau, aber es gehört dir. Gunther, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, und wer weiß, wenn du weiterspendest, schicke ich dir vielleicht den einen oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Deal! Denk darüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bring das Objekt einfach hier zur Rezeption. Okay, Gunther.
Deal. Dem Museum spenden, das hier. Machen wir das mal hier. Okay, cool. Haben wir was gespendet? Fertig. 250 Gold. Gunther hat dich darum gebeten, Artefakte oder Minerale dem Museum zu spenden. Er meint, er würde dich ab und an mit seltenen Waren kompensieren. Cool. Gucken wir uns mal die Bücher an. Tipps zum Landleben. Nutze Dünger, um die Qualität zu verbessern, die Arbeitslast zu verringern oder das Wachstum zu beschleunigen. Obstbäume brauchen eine volle Jahreszeit zum Wachsen, benötigen aber kaum Pflege. Sorge dafür, dass das Gebiet rund um die Saat nicht verstellt ist, sonst wachsen sie eventuell nicht richtig. Pflanzen vergehen nach Ende einer Jahreszeit, außer sie wachsen in mehreren Jahreszeiten, zum Beispiel Mais. Einige Pflanzen wie Grünkohl und Weizen müssen mit einer Sense geerntet werden. Okay. Hier fehlt ein Buch. Aha. Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren hochwertigere Erzeugnisse. Okay. Good to know. Und jetzt zum Strand. Nehmen wir nochmal die Narzisse. Die Kinder hier unten haben wir schon begrüßt. Jetzt, hallo, wer bist du denn? Hey, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Hi, Sam. Ui, ui. Kennt ihr noch Clarissa, die Sendung? Von Nickelodeon damals? War echt cool. Da war auch ein Sam. Hi, Sam. Hi, Fräulein. Willy. Habe gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich kennenzulernen. Ich habe gehört. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach einem ganzen Monat auf der Salzken See, Willy. Er ist auch ein bisschen durchlebt aus. War ein ziemlich großer Fang, habe eine Menge gute Fische verkauft, endlich genug gespart, um mir eine neue Angel zu leisten. Hier, du kannst meine alte haben. Mir ist es wichtig, dass die Kunst des Fischens nicht in Vergessenheit gerät. Und hey, vielleicht kaufst du hin und wieder mal was von meinem Laden. Eine Angel! Cool. Du hältst Bambusstange. Richtige Angel ist es nicht, ne? Hier im Tal gibt's gutes Wasser. Alle möglichen Fische. Oh ja, mein Laden ist jetzt wieder offen. Also komm vorbei, wenn du Vorräte brauchst. Ich kaufe auch alles, was du fängst. Wenn es stinkt, verkauft es sich bestimmt. Hoho. Das hat mein alter Pfarrer zumindest immer gesagt. Cool. Der Willy ist schon eine Nummer. So. E. Können wir irgendwas bauen? Nee. Die Korbpflasterstein. Hey, leider ist das hier schon voll, ne? Sonst hätte ich hier den ganzen Krempel eingesammelt. Schade. Ah. Elliot! Ah, der neue Bauer, den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat. Ich bin Elliot. Ich lebe in der kleinen Hütte am Strand. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. The new Bauer is in the town. So. Ich glaube, ich gehe mal hier runter lang. Manchmal findet man auch was im Müll, heute aber nicht. Oder jetzt gerade nicht. Oh Gott, das ist ein bitterer Kaffee. Hui. Kühe. 16 Uhr. Hat die offen? Noch? Mani ist nicht da. Dann werden wir uns mal hier ein bisschen. Hier ein bisschen austoben. Gucken, was hier so Schönes gibt. Gehen wir mal hier rum. Hier rum, Harum, Löffelstiel.
Busch. Okay, hier ist der andere. Anderes Tor. Inventar. Machen wir mal das hier weg. Lauch. Ey, ist ganz viel Müll, ne? Es ist verschlossen. Okay. Wenn wir das hier auch nochmal einsäen. Frühlingszwiebeln. Wachsen im Frühling in der Wildnis. Ich komme nochmal der Katzenhändler, der Katzenhuthändler irgendwann hin. So, mal sehen, ob wir hier noch irgendwas zum Einsammeln finden. Fasern. Also jetzt zum Einsammeln finden meine ich jetzt so die Blumen und so. Ein Frosch. Ach da. Ach, Mist. Inventar ist voll. Ein bisschen Energie gibt es dann wieder rein, ne? Ja. Weil das will ich einsammeln. So. Und da gibt es noch eins. Da oben war jemand, aber ich will mal gucken. Ist verschlossen. Du kannst jemanden darin hören. Oh. Der Zauberer, soweit ich mich nicht irre. Lee. Hallo. Es ist nett, dich zu sehen und dich kennenzulernen. Löwenzahn. Noch ein Löwenzahn. Sehr gut. Langsam wird es auch dunkel. Wir gehen nochmal kurz dann nach Hause. Kurz. Wir gehen dann nochmal nach Hause. Und werden da schön nochmal hier die gemischte Saat einpflanzen. Und schauen dann, was dann so dabei rauskommt. Nicht wahr? Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal heim. Wir werden erstmal die ganzen Krempel hier weggeben. So. So. Ich glaube, dieses Gras mögen dann die Tiere lieber als trockenes Heu. Dass man immer so seine Bahn hier brechen muss. So. Noch eine gemischte Saat. Super gut. 3 Stück schon. Okay. Machen wir hier nochmal. So. So. Jetzt werden wir hier den Kram nochmal reinwerfen. Und nehmen wir das hier. Und jetzt gehen wir schlafen. Angeln werde ich erstmal nicht. Oh, jetzt begieße ich mein Haus. Oh, das ist aber cool mit der Lampe. Ja, wir gehen ins Bett. Oh, Axtaktivität. Bäume lassen manchmal Samen fallen. Neues Herstellungsrezept, wilde Saat. Cool. Neues Herstellungsrezept, Müsli-Riegel. Fett.